Herzlich willkommen. Ich darf die Zuschauerinnen willkommen heißen zu dieser Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Titel »Die Stadt wird uns fremd. Der Kampf gegen Gentrifizierung und Gewerbeverdrängung«. Mein Name ist Anastasia Blinzow. Ich bin Bildungskoordinatorin an der Akademie für politische Bildung und für den Bereich Stadt- und Wohnungspolitik zuständig hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin. Und ich darf heute unsere Gäste vorstellen. Mit dabei ist David McEwen. David ist Architekt und Aktivist im Latin Village in Tottenham, London. Außerdem ist mit dabei Niloufar Tajiri. Niloufar ist auch Aktivistin und Architektin und aktiv am Hermannplatz in Neukölln. Willkommen. Außerdem darf ich begrüßen Conny Wagner. Du bist in der Initiative Ora Nostra, eine Initiative von Gewerbetreibenden in der Oranienstraße in Kreuzberg. Und last but not least, Ercan Yaşaroğlu, du bist Betreiber des Café Kotti und im Mieterinnenrat des Neuen Kreuzberger Zentrums. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen auch, wie gesagt, an die Zuschauerinnen vor dem Bildschirm. Wir sind heute Abend im Aquarium, dem Veranstaltungsraum des Südblock hier in Berlin am Kottbusser Tor. Leider ganz ohne Zuschauerinnen, jedenfalls nicht in Präsenz, dafür aber vor dem Bildschirm. Und wir sind sozusagen inmitten des Geschehens am Kottbusser Tor, inmitten des Geschehens der Verdrängung von Mietenden und Gewerbetreibenden in Berlin. Und Kreuzberg ist sozusagen auch Zentrum des Widerstandes gegen diese Verdrängung, die sich mehr und mehr in den Städten äußert, nicht nur in Berlin, sondern auch international. Auch historisch ist Kreuzberg ein Beispiel des Widerstandes, des kämpferischen Widerstandes von Mieterinnen und Gewerbetreibenden gegen eine menschenfeindliche Stadtentwicklungspolitik. So ist zum Beispiel die Besetzerinnenbewegung aus den späten 70er und frühen 80er Jahren in Berlin ein Beispiel für einen erfolgreichen Kampf gegen die Stadtentwicklungspolitik, die Kahlschlagsanierungspolitik, also das Abreißen und Neubauen von Gebäuden, die sanierungsbedürftig sind. Und Kreuzberg nimmt da eine ganz besondere Stellung ein, und zwar ist dieser Stadtteil gewissermaßen die Hochburg gewesen der Besetzerinnenbewegung, aber auch ein historisch bereits migrantisch geprägter und proletarisch geprägter Stadtteil. Viele Vertragsarbeiterinnen aus der Türkei sind nach Kreuzberg gezogen oder haben hier Wohnungen bekommen. Wohnungen in Gebäuden, die sanierungsbedürftig waren, Wohnungen in Gebäuden, die eigentlich nur als Zwischenlösung gedacht waren. Es war nämlich angedacht, dass die Arbeiterinnen nach einer gewissen Zeit wieder zurückkehren. Aber sie blieben hier und sie kämpften gemeinsam mit den Besetzerinnen, sie organisierten sich. So ist nämlich auch nicht nur der linke und autonome Widerstand der Besetzerinnenbewegung prägend für den Stadtteil geworden, sondern auch die Selbstorganisierung, die migrantische Selbstorganisierung, die sich auch unter anderem hier am Kottbusser Tor wiederfindet, zum Beispiel in Initiativen, die diese Organisierung weitertragen, wie zum Beispiel Kotti und Co. Und die Besetzerinnenbewegung ist außerdem auch mit der migrantischen Organisierung ein gutes Beispiel für Räume und Orte gewesen, die alternative Ökonomien darstellten. So wurden nämlich nicht nur Wohnhäuser besetzt, sondern es wurden in diesen Wohnhäusern Ladenräume geschaffen. Es wurden Räume für alternatives Gewerbetreiben geschaffen. Es wurden Räume geschaffen, wo kollektiv gebaut wurde, wo Fahrräder repariert wurden, wo soziale Leistungen etabliert wurden. Und das ist natürlich auch eine Geschichte der Kreuzberger Stadtnutzung. Also die berühmte Kreuzberger Mischung oder Berliner Mischung, wie sie manchmal genannt wird, also die Vereinbarung von Wohnen und Gewerbe in denselben Häusern in der Blockrandbebauung des 19. Jahrhunderts, trägt sich auch weiter unter anderem dadurch, dass der Widerstand der Besetzerin die Gebäude damals beschützen konnte. Und ein weiteres Beispiel: der Kottbusser Tor wäre sozusagen gar nicht mehr derselbe gewesen, wenn es diesen Widerstand nicht gegeben hätte,
Denn große Pläne für eine Stadtautobahn, die das Kolbusser Tor und vor allen Dingen das neue Kreuzberger Zentrum, ein Gebäudekomplex, der den Kotti umschließt, hätte sozusagen diesen Kiez, den wir heute kennen, als widerständigen und als belebten und als bunten Kiez, den gar ausgemacht. Umso mehr ist es also eine politische Frage, wer hier in diesem Kiez ist, wer hier sein darf, wer für den Kiez gekämpft hat und wer sozusagen die Räume hier gestaltet. Denn viel, viel Gewerbe, was hier weiterhin existiert, ist entstanden durch die Etablierung der Gastarbeiterin, der sogenannten Gastarbeiterin, der Vertragsarbeiterin, die sich hier eine Infrastruktur aufgebaut haben, die nämlich eigene Bedürfnisse durch die Gewerbe etabliert haben in der Stadt, die eine Infrastruktur aufgebaut haben, die sozusagen diesen Bedürfnissen entspricht und die auch weiterhin dafür kämpfen, dass dieses Gewerbe, dass diese Infrastruktur auch weiterhin bestehen kann. Und die Frage stellt sich natürlich, wer bedingt diese Verdrängung? Also wo kommt diese Verdrängung her? Welche Gegnerin haben die Leute, die diesen Widerstand organisieren, heute und früher? Und diese Frage stellt sich natürlich nicht nur in Berlin, die Frage stellt sich auch international. So sind die Gegnerinnen und die Investorinnen meist dieselben. Es sind große internationale Unternehmen, Briefkastenfirmen und viele Firmen, die ohne echte Menschen die Stadt auskaufen und das Kleingewerbe verdrängen. So haben wir, wie gesagt, nicht nur Beispiele aus Berlin, sondern auch heute mit David ein prägnantes Beispiel aus London, wo genau dieser Widerstand und der Kampf gegen den Ausverkauf der Stadt und gegen große Investorinnen Widerhall findet. Genau das ist nämlich auch die Frage, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung früher und heute weiterhin bewegt. Wem gehört denn die Stadt? Also wer sind die Eigentümerinnen der Gebäude? Wer sind die Eigentümerinnen des Bodens? Und auch hier schließt sich die Frage an, wer kann die Stadt gestalten und für wen ist sie gestaltet? Wer hat Zugriff und Zugang zur Stadt und ihren Strukturen? Und ganz wichtig natürlich, wer profitiert davon? Wer profitiert davon, dass Menschen diese Stadt lebbar und erlebbar machen? Ich würde gerne eine kleine Runde beginnen mit den Gästen, die ich eben vorgestellt habe. Und zwar möchte ich euch einladen, zunächst ein kleines Statement zu verfassen und möchte beginnen mit David. Genau, ich habe nämlich gerade die Kreuzberger Geschichte grob angerissen, also die Geschichte des Stadtteils, wie er sich entwickelt hat und welche Gründe es sozusagen gab für die Entwicklung und den Widerstand. Und du bist einer der Menschen, die am vierten Community Plan des Latin Village in Tottenham, London gearbeitet haben. Kannst du uns kurz die Geschichte des Widerstandes gegen die Verdrängung umreißen und an welcher Stelle bist du Teil des Widerstandes geworden? Thank you very much. Thank you for the introduction. Danke für die Vorstellung und danke, dass wir uns hier vorstellen können und unsere Arbeit in diesem Viertel in Nord-London. Ich bin Teil von Unit 38, ich bin David McGowan und ich habe vor 6 Jahren angefangen, mich an diesem Kampf zu beteiligen im Latin Village und das hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich wurde in Kolumbien geboren und es gab bestimmte Bezirke, bestimmte Stadtteile in London, die mir dabei geholfen haben, meine eigene Identität und Kultur zu entwickeln und zu leben und auszudrücken tatsächlich. Und eine dieser Bezirke, eine dieser Stadtteile war eben Tottenham und das Latin Village, dieser Markt in Nord-London. Diese Räume haben enorme Rolle gespielt für mich in meiner Entwicklung. Und diese Räume haben sich selbst immer weiterentwickelt. Dienstleistungen bereitzustellen und Bedeutungen, wirklich Orte von enormer Bedeutung für viele in unseren Communities sind. Und ich denke daran immer mit solchen Fragen wie, okay, welche Rolle spielt das für Menschen? Was ist das für ein Raum? Und wenn wir diese Fragen stellen, dann sehen wir, wie komplex das ist. Das sind Räume für Gewerbetreibende, sich zu treffen und Spaß zu haben, etwas zu lernen, sich zu bilden.
Und viele Menschen sehen diese Orte auch, finden dort auch Zugang zu notwendigen Dienstleistungen und Unterstützung, um Arbeit zu finden, um Wohnungen zu finden und andere Formen der Unterstützung zu finden für ihr tägliches Überleben. Wenn wir mehr Zeit dort verbringen, dann werden wir dort Menschen sehen, die tatsächlich direkt vom Flughafen dort auf diesen Markt kommen, ins Latin in Village. Das ist ihr erster Anlaufpunkt, wenn sie ins Vereinigte Königreich kommen. Dann kommen sie zuerst zu diesem Markt. Das heißt, das ist etwas ganz Spezifisches für die lateinamerikanische Community. Wir sehen ganz deutlich, dass diese Räume und Orte deshalb beschützt werden müssen, geschützt werden müssen, weil sie besonders bedroht sind in London. Und das ist ganz, sehen wir ganz häufig, dass diese Orte und diese Räume Orte der Stadterneuerung werden. Das heißt also, Investoren und Stadtentwickler sehen diese Orte als wollen diese Orte nutzen für die Stadterneuerung. Und im Latin Village wollte ein Investor eben aus diesem Markt Luxuswohnungen machen. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich für eine Community, also für Menschen wäre, die nicht von dort sind und nicht für die lokale Community. Das heißt, und da hieß es Widerstand aufzubauen. Das heißt, vor 6 Jahren habe ich bei einer Kampagne angefangen, die gegen den Abriss des Markts protestiert haben. Das war und diese Kampagne gab es schon sehr lange. Das heißt, das waren Proteste und Widerstand gegen die Stadterneuerung in diesem Viertel. Also diesen Community-Plan, diesen Entwicklungsplan für den Markt haben wir seit vielen Jahren, an dem arbeiten wir seit vielen Jahren. Das ist im Prinzip ein alternativer Entwicklungsplan für diesen Markt. Und da gibt es schon viele Versionen. Das ist jetzt die 4. an der wir arbeiten. Und es geht darum, ihn von unten, einen Stadtentwicklungsplan, quasi einen Entwicklungsplan für diese Gebäude, für diesen Ort von unten zu realisieren. Das heißt, und den verschiedenen Zwecken und den verschiedenen Rollen, den verschiedenen Bedeutungen dieses Marktes gerecht zu werden in dieser Planung. In London gibt es viele Menschen, die dessen schon völlig überdrüssig sind und wirklich die Nase voll von diesen Projekten der Stadterneuerung haben und wirklich nach Alternativen suchen und für Alternativen kämpfen. Danke dir. Ich finde, da gibt es auf jeden Fall deutliche Parallelen auch zu dem, was das Corpus Arthur historisch und auch heute noch prägt, vor allen Dingen diese Idee einer Stadt des Ankommens oder eines Ortes des Ankommens. Genau, und da würde ich Ercan dich gerne bitten, einmal uns darzulegen, seit wann und wie du am Corpus Arthur in Berlin tätig und aktiv bist und ob du ähnliche Probleme siehst, wie zum Beispiel in Tottenham und das, was David uns gerade vorgestellt hat. Ich bin auch in der Türkei geboren und mit 24 nach Deutschland gekommen, 1982, vor 40 Jahren. Und das war für mich sozusagen eine neue Heimat. Ich habe für mich so entschieden, weil ich als Flüchtling gekommen bin, ich in der Türkei nicht reisen könnte. Da habe ich gesagt, ich bin zu Hause jetzt hier. Und da, wo ich angekommen bin, das ist diese Vielfalt, habe ich gemerkt. Das Vielfalt war damals Hausbesetzer-Szene, Punks, Emigration, politisch denkende, Ichlinge, alles so gemischt. Da habe ich mich selbst finden können. Und ich kämpfe gegen einen Drogenhandel, so ist das für mich eine Provokation, Raum, erst im Corpus Arthur. Gegen einen Drogenhandel seit 2004 kämpfe ich, gegen einen Dealer. Dass dieser Raum von damals, von Herrn Lümmer, an dem Dealer überlassen wurden, eine Provokationsraum entstehen lassen nach dem Geschichte Bahnhof Zoo. Und die ganz unten, diese Alkis und Drogenkonsumenten sind Kotianer geworden. Das war auch in dem Vielfalt drin.
Und während dieser ganzen Anti-Drogen-Kampagne als Sozialarbeiter habe ich agiert und gehandelt. Dann kamen wir, während dieser Entwicklung, kam eine Mieterhöhung und ähnliche Sachen, habe ich gemerkt, sehr viele Emigranten aus der Türkei kommen, das ziehen aus, weil die sind hilfebedürftig geworden sind. Die sind nicht mehr in der Industrie gearbeitet, die sind nicht mehr in der Geschäftstüchtigkeit, die waren alle hilfebedürftig. Durch diese Hilfebedürftigkeit, Sozialamt oder Arbeitsamt, den erklärt hat, in einem Jahr findet ihr eine andere Wohnung, weil deine Wohnung ist teuer geworden, wir finanzieren das nicht. Erste Konfrontation das, dann kam der Kotunko, ungefähr vor 12 Jahren, dann unsere Handlung mit Kooperation mit dem Kotunko zusammengelaufen. Plötzlich habe ich gemerkt, sehr viele Menschen, Kreuzberge, treffen sich an dem Gecekondo und Handlungen führen für ihre Wohnung, für ihre Heimat. Das war sozusagen ihre Heimat, weil ich mit dem diskutiert habe und für mich das Gleiche war. Ich war in Kreuzberg zu Hause. Wenn ich Spandau ausziehen sollte oder Marzahn oder da und dort, war ich nicht zu Hause, ich war wieder Fremde. Deshalb haben wir diesen Kampf in den Höhe getrieben. Und irgendwann wollten wir Kreuzberger Zentrum an den Privatinvestor verkaufen. Da haben wir mit dem Südblock-Leute Enkassiert, mit allem zusammen, gemeinsam haben wir Handlungen geführt, dass dieser Privatverkauf nicht stattfindet. Koti und Co., Enkassiert, und damals haben wir Mieterrat gegründet, direkt, und mit dem zusammen, mit dem Mieter, verschiedene Aktionen und ähnliche Sachen reingefallen, haben wir gesagt, wir werden das Wohnung nicht an den Privatinvestor verkaufen lassen, diese Häuser. Dieser Gebäude hat 390 Familienwohnungen, alle waren hilfebedürftig, sehr viele wirklich von den Hilfebedürftigen, und die anderen, die ein paar Künstler oder selbstständige Leute oder Arbeitstätige sind, sehr, sehr wenig, das ist ungefähr 20%. Und unten ist ungefähr, haben wir 100 Gewerbe. 100 Gewerbe, das ist sozusagen mit den Büros und ähnliche Sachen zusammen riesige Angst entwickelt in dem Raum. Wir werden die Oranienstraße, wir werden die Adalbergstraße, unsere beiden Ladungsmieter, zum Beispiel 6.000 Euro oder ähnliches. Diese Ängste hatten dann uns vor 8 Jahren Mieterrat und ähnliches teil. Und in dem Mieterrat haben wir dann eine AGs gebildet. Das heißt, ich bin zuständig für Sicherheit, ich bin zuständig für die Gewerbe-AG und ähnliche Sachen. Und wollten wir verhindern, dass diese Auswanderung von der Immigrationszentrum von Berlin, es ist das Kreuzberg-Zentrum von Berlin, es ist früher in dem Landstadtteil, war. Heute ist das Zentrum von Berlin, und dass die Leute ihre Zuhause nicht verlieren. Und diese Ignoranz und Arroganz haben wir von politischer Seite so durcherlebt, weil wir Kreuzberger nicht als Bürger wahrgenommen werden, als Wähler nicht wahrgenommen werden oder als Parteimitglied wahrgenommen werden, dann müssen wir mit der Politik konfrontieren. Und manche nationalen Linken, ob die jetzt aus der Türkei kommen oder Kürdische oder Kreuzberger sind, die haben nicht kapiert, was wir machen. Das waren 124 Kulturleben in einem Raum zusammen. Diese Vielfalt war für mich eine Ressource, um das Wir-Kultur zu entwickeln. Dass wir in der Augenhöhe begegnen können. Dass wir ohne Unterschiede und Defizite kommunizieren können. Deshalb habe ich gesagt, Leute, ihr bleibt vernünftig, wir handeln ohne unvernünftige Teile und unvernünftige Handlungen. Wir werden mit dem reden, diskutieren, an der Politik Anerkennung suchen. Ich glaube, wir haben noch das erreicht. Das heißt, wir dürfen da bleiben und Mieter dürfen da bleiben. Wir haben, ich glaube, Mieterhöhung Teil, ich glaube, 50 Jahre, dass Wohnungsmieten so extrem nicht erhöht werden können. Sozusagen alle Mieter in dem Gebäude in ihrer Zuhause oder in ihrer Heimat bleiben dürfen können. Das haben wir erreicht. Jetzt kämpfen wir für den unsere Gewerbe, dass ihre Ängste seit diese Änderungen, Mieterhöhungen, erst einmal Raumverlust, weil das sind ja mit ihren Sparbüchern öffnete Perspektive gewesen. Dieser Laden war nicht nur ein Dönerladen, der hatte ganze
familiäre Sparbuch in diesen Laden reingesteckt hat, mit dem gehandelt, dass es so eine Zukunft in unserer Gesellschaft bauen wollten. Und diese Ängste höher ging, aber seit der Gerberbach übernommen hat und durch den Diskussionen und Gesprächen, in dem räumliche Änderungen auch, unser Gewerbe diese Ängste verloren, dann kam die Corona, wieder diese Ängste, Verlustängste und Zukunftsängste angefangen. Und da versuchen wir mit dem Politik oder mit dem Behördenebene noch diskutieren, dass sozusagen diese Vielfalt in unserer Kotti und in unserem Zuhause erhalten bleibt. Und dafür handeln wir noch. Ich glaube, seit 2004 damals als Sozialarbeiter beauftragt worden vom Jugendamt. Aber dann später ist es das sozusagen, meine Handlungen nicht als sozialpolitischer Rahmen gepasst hat. Deshalb haben wir dann Gewerbeinitiative, Mutter ohne Grenzen, Mutter setzt Grenzen, gute Frauen und so weiter, so verschiedene Initiativen mitgegründet, Unterschriftaktionen und so, sind diese vernünftigen Handlungen durchgeführt am Kotti. Conny, dich würde ich auch gerne fragen, du bist nämlich Teil von Ora Nostra, einer Initiative von Gewerbetreibenden in Kreuzberg. Und wie Ercan gerade auch meinte, das sind natürlich auch Räume, in denen Leute teilweise ihre gesamte Lebensgrundlage, ihre finanziellen Ressourcen stecken und die im Zweifel oder im Kampf gegen den Ausverkauf der Stadt zum Teil verloren gehen können. Wie sehen die Kämpfe für Ora Nostra gerade aus? Wie habt ihr euch gefunden? Und was sind Erfolge, die ihr feiern konntet? Also ich muss noch ganz kurz dazu sagen, das neue Kreuzberger Zentrum wurde ja gerettet durch das Vorkaufsrecht. Dieses ist durch das Oberverwaltungsgericht aber wieder aufgehoben worden und steht auch nicht im Koalitionsvertrag drin, dass es wieder praktisch erneuert werden soll, ergänzt werden soll. Das heißt, unsere Möglichkeiten einzugreifen im Bereich des Wohnens und der Rückkauf von Häusern ist uns jetzt nicht mehr gegeben. Das ist ein großer Verlust. Zur Ora Nostra, also wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Initiativen. Das ist BISIM, das ist die Glorreiche. Es hat sich auch eine neue Initiative gebildet, die im Grunde genommen den gesamten Kiez 36, wie wir das nennen, halt, das ist auch der Wrangel-Kiez und der Reichenberger-Kiez, umfasst und den Cottbusser Damm auch, haben wir ein Bündnis geschlossen, die volle Breitseite, und haben da haben durch verschiedene Kulturaktionen und politische Demonstrationen versucht, darauf aufmerksam zu machen, wie die Situation in der Straße selbst ist. Das kann man kurz umschreiben, dass die Straße im Grunde genommen aufgekauft worden ist, vielfach durch internationale Investoren, die wir auch gar nicht mehr erreichen können. Also wir wissen zwar mitunter, wer dahinter steckt, und teilweise sind es auch Finanzfirmen, die eben Gelder einsammeln von Investoren, die eben auch gar nicht wissen, wo ihr Geld investiert worden ist. Manchmal haben wir es rausfinden können, auch dank der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber letztendlich einen richtigen Einfluss auf diese Unternehmen haben wir nicht. Das heißt, dass dort eben halt auch, wenn Mietverträge auslaufen, diese nicht verlängert werden oder auch Kündigungen ausgesprochen werden, weil man sich dann eben halt für die Gewerbeflächen eine höhere Gewerbemiete verspricht. Und die sind inzwischen erheblich gestiegen. Wir haben teilweise Geschäfte, die haben zwischen 12 und 14 Euro Kaltmiete bezahlt. Das ist schon recht viel, war aber eben halt noch leistbar. Die haben dann Angebote bekommen von bis zu 38 Euro Kaltmiete. Und das ist dann eben halt nicht mehr leistbar gewesen. Auch am Cottbusser Damm ist das so gelaufen, dass eben viele, die teilweise schon 35 Jahre dort ihre Geschäfte betreiben, dann ausziehen mussten, beziehungsweise ihre Geschäfte aufgeben müssen.
Ich finde es schon bedenklich, dass da so wenig Einflussmöglichkeiten da sind oder auch überlegt werden. Also es gäbe Einflussmöglichkeiten. Da wollen wir ja drüber später sprechen und die halte ich auch für sehr wichtig. Aber es ist offensichtlich nicht das politische Ziel, eine Vielfalt zu erhalten oder überhaupt die Existenz von Gewerbetreibenden zu sichern. Mal abgesehen vom NKZ, aber die meisten, die eben halt Mietverträge haben, sind da starken Preissteigerungen ausgesetzt und können die eben wirklich nicht mehr erwirtschaften, auch wenn sie sich im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder neue Geschäftsmodelle überlegt haben und sich den wirtschaftlichen Bedingungen haben versucht anzupassen. Das ist durchaus manchmal lustig zu beobachten, wenn jemand einen Gemüseladen hat, der gesagt, nee, ich mache jetzt ein Geschäft für Kinderbekleidung. Und wenn das nicht läuft, dann auch ökologische Waren anbietet halt, also ökologische Nahrungsmittel. Und dann sagt, okay, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss jetzt einen Schnellimbiss machen, weil die Miete von 44 Euro pro Quadratmeter kann ich einfach nicht mehr zahlen. Es muss also etwas sein mit schnellem Umsatz. Und dadurch haben sich viele eben halt auch den zunehmend touristischen Anforderungen angepasst. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Entwicklung gewesen, die so freiwillig passierte, sondern das war eben halt einfach eine Notwendigkeit, um weiterhin hier auch wirtschaften zu können. Nichtsdestotrotz sieht man jetzt auch bedingt durch die Corona-Schließungen, und das jetzt nicht nur im Oranienstraßenkiez, sondern in allen Kiezen, dass dieses Geschäftsmodell nicht aufgeht. So dass wir mehr und mehr Filialisten haben, also große Ketten, die eben dann eben halt auch Schnellimbisse betreiben oder aber Geschäfte ohne Kundschaft. Da kann ich später noch drauf eingehen, wo wir uns eben auch wundern, aber offensichtlich ist es ein lukratives Geschäft, kein Geschäft zu machen. Tatsache ist, dass wir natürlich versucht haben, im Laufe der Zeit einen Gewerbemietschutz durchzusetzen, zusammen auch zunächst erstmal mit der Regierung zwei Bundesratsinitiativen auf den Weg zu bringen, die aber beide als nicht zielführend angesehen wurden, weil man gesagt hat, der Markt regelt das. Und es ist so ausgegangen bei den ersten beiden, dass man gesagt hat, naja, man muss sich eben mehr um das Gewerbe kümmern, machen wir doch einfach mal eine Bestandsaufnahme. Und sofern die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgt ist oder Grundnahrungsmittelversorgung da ist, brauchen wir uns um alles Weitere nicht zu kümmern. Dann kam eine dritte Initiative, eine Bundestagsinitiative, wo wir auch sehr intensiv mitgearbeitet haben, allesamt, also nicht nur die Ora Nostra, sondern eben halt auch das Nagelnetzwerk, BISIM und die Glorreiche, wo wir uns überlegt haben, wie kann man in bestimmten gefährdeten Gebieten, wo eben halt auch Geschäftszweige und damit auch die Vielfalt wegbricht, wie kann man die erhalten? Und da auch bestimmte Kriterien angesetzt haben, was sind gefährdete Gebiete und wie könnte man sie erhalten, zunächst erstmal. Und da ganz moderat angesetzt haben, das ist auch durch den Bundestag durch und im Wirtschaftsausschuss durch die Experten mit fossilen Argumenten dann widerlegt worden. Also es bedarf überhaupt keiner Regelung, das regelt der Markt. Und das ist natürlich sehr frustrierend für die Leute, die durch Corona bedingt auch schon an ihre Existenz gekommen sind, ihre ganzen Ersparnisse aufgebraucht haben, teilweise eben halt auch für ihr Alter Rücklagen. Und die im Grunde genommen, wenn sie ihr Geschäft verlieren oder dann eben halt mal später in Rente gehen wollen, überhaupt keine finanziellen Ressourcen mehr haben. Soll ich das weiter ausführen oder lieber nicht?
Ich würde sagen, wir können gleich nochmal darauf zurückkommen. Ich würdere nämlich gerne nochmal eine Frage an Niloufar richten. Und zwar Conny hatte jetzt auch schon erzählt von den, von den Gewerbetreibenden, die verdrängt werden. Und wir hören gerade über solche Initiativen und dank solchen Initiativen von den individuellen Geschichten der Gewerbetreibenden. Es sind aber, wie David gerade auch schon gesagt hat, natürlich global agierende internationale Unternehmen, wo häufig nicht bekannt ist, welche Namen dahinter stehen und wie sich sozusagen, also welches Gesicht das Kapital hat. Und du bist am Hermannplatz aktiv. Kannst du sagen, wie sich das Kapital sozusagen dort darstellt und wie sich dagegen Widerstand formiert? Ja, gerne. Also am Hermannplatz ist es, glaube ich, ganz anders. Da tritt sozusagen dieses große Immobilienunternehmen sehr prominent auf und hat ein sehr klares Profil und hat eine sehr gut ausgefeilte Erzählung auch, mit der sie vor Ort auftritt und mit der sie eben auch auf der politischen Bühne auftritt und eben medial auch agiert, um eben Einfluss nicht nur auf die politischen Entscheidungen auszuüben, sondern eben auch auf die Öffentlichkeit. Und das ist ein sehr ausgeklügeltes Konzept oder eine sehr ausgeklügelte Strategie, die dieses Unternehmen Signa eben aus ihrer Erfahrung in anderen konfliktbehafteten Entwicklungen in anderen Städten eben nach und nach entwickelt hat. Das Unternehmen ist eigentlich ein Immobilienunternehmen, hat eben aber 2014, glaube ich, war es, die Warenhauskette Karstadt aufgekauft und mit Karstadt eben auch die Immobilien, die teilweise noch zu dem Warenhausunternehmen gehörten, und ist eben vor 2 Jahren auch fusioniert mit Galeria, sodass dieses Immobilienunternehmen gleichzeitig auch zum inzwischen einzigen Warenhausunternehmen zusammengewachsen ist und eben nicht nur als Entwickler in den Städten auftritt, sondern auch als Arbeitgeber. Und das ist eine Kombination, die am Hermannplatz eben zu einer ganz speziellen stadtpolitischen Situation auch führt. Wir haben eben festgestellt, als eben in Konsequenz zu den Corona-Schließungen eben der Konzern die Schließung von, ich glaube, am Ende waren es 42 Filialen deutschlandweit angekündigt hat, dass eben sich in der Stadtpolitik, also in der Senatspolitik vor allen etwas getan hat, was sozusagen die Forderungen von Signa betreffen. Also wir haben eine sehr gespaltene politische Situation. Also wir haben selbst innerhalb von Parteien sehr gespaltene Positionen zu diesem Immobilienunternehmen. Aber eben durch die Corona-Krise und durch die Schließung und eben die Drohung, so viele ArbeitnehmerInnen zu entlassen, hat sich eben der Senat im Prinzip dazu hergegeben, eine Art Absichtserklärung mit Signa zu unterzeichnen und an 3 unterschiedlichen Orten eben grünes Licht zu geben für die Großprojekte, die das Unternehmen beabsichtigt. Und eben eines dieser Großprojekte soll am Hermannplatz stattfinden, genau zwischen den beiden Bezirken Kreuzberg und Neukölln. Und genau, und da ist im Prinzip, da sind wir eben vor 2,5 Jahren inzwischen aktiv geworden. Ich persönlich, als ich eben diese Nachricht gelesen habe, dass eben das bestehende Warenhausgebäude abgerissen werden soll und so eine Art historisierende Fassade von dem Gebäude von 1929 wieder aufgebaut werden soll, habe mich eben tatsächlich, ich war erstmal
extrem schockiert und habe mich eben bedroht gefühlt, also aber auch auf mehreren Ebenen, nicht nur sozusagen was Verdrängung betrifft oder eben ne, die Mietenproblematik, sondern eben auch was die Identität betrifft. Also weil ich bin vor 12 Jahren nach Neukölln gezogen, auch eben weil das für mich ein diasporischer Raum ist, weil das eben ein Raum ist, in dem unterschiedliche Identitäten am Werden sind und am Zusammenwachsen und am Verhandeln sind. Und das eigentlich für mich so einer dieser Orte ist, an denen ich mich zum ersten Mal zu Hause gefühlt habe in Deutschland. Und das geht nicht nur mir so. Und gleichzeitig haben wir natürlich einen extrem stigmatisierenden rassistischen Diskurs über diesen Bezirk in ganz Deutschland, der eigentlich über, ja, vor allen Dingen in den letzten 15 Jahren zu so einer diskursiven Abwertung des Bezirks geführt hat. Und wir wissen, dass eben diese Entwicklung, also dieses diskursive Abwerten, sehr stark benutzt wird von nicht nur InvestorInnen, sondern auch von der Politik, um dann zu sagen, und deswegen müssen wir hier was verändern. Und das passiert dezidiert auf einer Stadtentwicklungsebene, das passiert mit Policies, das passiert mit Sanierungsprogrammen, das passiert mit Förderprogrammen und da ist sozusagen die Begründung, ja, ihr seht ja, hier läuft's nicht gut, schaut euch die Zeitungen an und deswegen müssen wir hier ganz viel verändern. Wir müssen vor allen Dingen durchmischen. Ein Unwort, wie ich finde, was aber eben in der Art und Weise, wie eben Stadtentwicklung in Deutschland gemacht wird, in migrantisch geprägten Bezirken durchaus gang und gäbe und auch salonfähig ist. Und das heißt, diese Gebiete sind nur gut, wenn genug weiße deutsche Menschen da auch leben. Und das ist genau das, was wir in den letzten 10 Jahren eben erleben. Und das ist eben auch, was eben nicht nur Kapital anzieht, sondern eben auch sozusagen Überlegenheitsgefühle. Also im Sinne von, wir kommen hierher, also wird's hier besser. Und genau das ist das, was für mich dieses Gebäude auch mitbringt. Also dieses Gebäude sagt, oder dieses Projekt sagt, ich komme hierher und es wird dann nicht nur sozusagen besser und es gibt nicht nur wirtschaftliche Chancen für euch, sondern ich gebe euch auch eine Identität, die ihr ja so unbedingt braucht, weil ihr seid ja sozusagen nichts wert. Und diese Identität ist eine dezidiert aus der deutschen Geschichte kommende Identität. Und das wird kaum sozusagen, also kaum in den Medien hinterfragt. Was bedeutet das, wenn man in einem Kiez, was eben und an einem Ort, der Platz, der ganz stark eben geprägt ist von einer Alltäglichkeit, von einer auch Bescheidenheit. Also da gibt's kein Gebäude, was sich irgendwie auftut und sagt, ich bin hier ein Sinnbild für entweder dieses oder jenes, sondern es ist relativ bedeutungsneutral, dieser Raum. Und ich glaube, das gibt diesem Ort auch bis zu einem gewissen Grad überhaupt die Möglichkeit, so viele unterschiedliche Identitäten auch zu empfangen und auch zu ermöglichen. Und ich glaube, dass es eben an der Stelle, sobald es ein monumentales Gebäude gibt, was eine gewisse Bedeutungsschwere und auch einen gewissen, fast schon kulturellen Imperialismus an diesen Ort trägt, dass das mehr machen wird als nur, in Anführungszeichen, auf der wirtschaftlichen Ebene zu agieren und zu verdrängen, sondern da geht es knallhart auch um kulturelle Überlegenheit, um Deutungshoheit, um die Bestimmung von, wie soll die Zukunft aussehen und wer bestimmt das. Und da ist eben die Initiative Hermannplatz, die wir eben vor 2,5 Jahren gegründet haben, auch nicht nur eine stadtpolitische Initiative, sondern auch ganz dezidiert eine antirassistische Initiative, die eben Verdrängungsmechanismen liest als Konsequenz von strukturellem Rassismus in der Stadtentwicklung.
Und was wir eben bisher erreicht haben, ist einerseits natürlich, dass dieser Prozess, der eigentlich schon längst hätte anfangen sollen, verlangsamt worden ist. Wir haben das sozusagen mit sehr viel Druck und viel Pressearbeit und auch viel Arbeit auf der Straße sozusagen verlangsamen können. Wir haben den Diskurs bis zu einem gewissen Grad auch in eine andere Richtung gedreht. Wir haben den Blick auf den Hermannplatz gelegt. Also ganz viele Leute verstehen jetzt überhaupt erst, okay, was ist das eigentlich für ein Raum und warum ist er sozusagen, ist es dieser Raum wert, verteidigt zu werden? Und das ist schon mal etwas, was glaube ich, eine wichtige Leistung ist, also auf der diskursiven Ebene. Und gleichzeitig haben wir eben auch über 2 Jahre hinweg eine kontinuierliche Arbeit auf der Straße geleistet mit einem Stand, an dem wir sind. Also es ist wichtig zu verstehen, dass es eben ein öffentlicher Platz ist, in dem wirklich so die Fluktuation enorm ist. Das ist keine kleine Nachbarschaft, sondern es ist wirklich ein Verkehrsknotenpunkt. Es ist schwierig zu sagen, dass es eine gewisse Öffentlichkeit da gibt, die immer da an der Stelle ist oder wo man genau beschreiben kann, wer ist das und dass man das organisieren kann, weil es eben so viel Fluktuation gibt. Und das konnten wir eben durch so eine kontinuierliche Arbeit auf der Straße bis zu einem gewissen Grad, konnten wir da so eine Art Beziehung aufbauen. Und das hat sich eben vor allen Dingen, glaube ich, Anfang November gezeigt, wie sich der Diskurs auch sozusagen auf der Straße und bei den Nachbarinnen und Nachbarn verändert hat, als es eben eine Auftaktveranstaltung gegeben hat für den Start einer Grundlagenermittlung für den Masterplan, also für das Masterplanverfahren, und wo im Prinzip ein ganzer Saal von 200, 250 Menschen in den unterschiedlichsten Worten, aus den unterschiedlichsten Perspektiven, so eine ganz klare und sehr gut informierte Kritik auch an diesem Verfahren und auch generell an dem Projekt äußern konnte. Und das war für uns also auch so als Initiative extrem bereichernd zu sehen, wie sich das sozusagen verbreitet und sozusagen in die Nachbarschaft hineingearbeitet hat, diese Kritik und auch das Wissen sozusagen, was sich da an der Stelle irgendwie zusammengesammelt hat. Und das war, glaube ich, ein ziemlich ermächtigender Moment, um vielleicht so einen kleinen Abschluss zu haben, wo wir auch sagen können, okay, auch wenn das eine große Nachbarschaft ist, auch wenn das eine große Öffentlichkeit ist, kann irgendwie so eine Art Verbundenheit entstehen. Ja, danke dir. Also gerade deine Ausführungen zeigen auch, wie sehr die Verdrängung von Kleingewerbe nicht nur ein individuelles oder soziales Problem einzelner Gewerbetreibender ist, sondern ein allgemeines stadtpolitisches Problem, was auf einer strukturellen Ebene funktioniert und wie du auch ganz deutlich sagst, auch auf einer rassistischen Ebene. Und Ercan, ich wollte dich fragen, du bist in dem Mieterrat des NKZ und du hattest gerade erzählt von der Gewerbe-AG. Inwieweit setzt sich denn die Gewerbe-AG dafür ein, wie Niloufar das gerade deutlich beschrieben hat, sozusagen die Gewerbetreibenden sprechfähig zu machen? Also genau diese Analyse oder diese Argumentation auch für sich aktiv zu benutzen und produktiv zu machen gegenüber den Investorinnen, gegenüber den Politikerinnen, gegenüber auch den Behörden und der Polizei. Dass die Gewerbe, dass die selber selbstbewusst werden, dass man handlungsfähig bleiben gegen den Alltagsrassismus und Rassismus und gegenüber Ignoranz. Und gibt es ja diese unterwerfende Emigration, auch diese Schleimer-Mentalität, uneidliche Begegnung. Dass eine Kultur entwickeln soll am Kultur, dass mit dem alle Gewerbeeinheiten zusammen ehrliche Begegnung. Eine transkulturelle Raum ist eine Ressource für mich und für das Gewerbe. Eine Vielfalt mit Nutzung wie als Ressource, dass wir uns als Bürger Anerkennung suchen. Erst einmal nicht als Gewerbe Anerkennung suchen. Wir suchen als Menschen in der Augenhöhe, ob die Bürgermeisterin ist, ob die Landesvater oder Landesmutter ist, ob die Fraktionen von rechts bis links sind, außer AfD. Alle Fraktionen zu diskutieren, sagen, Leute, lass unsere Unterschiede wirklich unser Reichtum sein und Handlungen führen. Jetzt, Gewerbe-AG macht das mit der Politik zu kommunizieren, dass wirklich diese Gewerbeeinheiten
eine Ressource sind, die bereichert unsere Gesellschaft mit dieser Vielfalt. Wenn wir seit 10 Jahren, 20 Jahren, seit 50 Jahren die Europa wieder vereinigen wollen, und das, dafür kämpfen wir ja, aber das ist auf der anderen Seite, diese Vielfalt in unserer Gesellschaft, in einem Mikroraum nicht anerkennen, wie werden dann wir Europäer? Wir müssen erst einmal in unserer Gesellschaft existierende Vielfalt, dass wir Gefühle entwickeln lassen. Wir sind die Bürger, wir sind die Menschen und wir sind Kreuzberger, Berliner, Deutschlander, Europäer. Ich hoffe, irgendwann Chef von Erdlinge. Mit dem agieren wir und das ist wirklich Umdenken an meine Gewerbeeinheiten stattgefunden. Ihre Anliegen, was die Probleme sind, denen laut zu schreien, ob die jetzt wirklich an der Hausverwaltung ist, Bezirkebene ist und Senatebene, das laut zu diskutieren. Zum Beispiel, wenn wir an dem räumlichen Defizit reden, wir haben ganz unten lebende Menschen, Drogenkonsumenten, keine öffentlichen Toiletten, keine Sozialräume, keine Fixräume in diesem Raum. Diese 200 Menschen müssen, die Alkoholkonsumenten, Drogenkonsumenten, müssen öffentlichen Raum ihre Geschäfte beseitigen. Diese Menschen an den Haustüren, an den Fahrstühlen, an den Treppenhäusern übernachten oder menschliche Bedürfnisse beseitigen. Und das Ignoranz von der Politik, weil die Bewohner als nicht Wählerpotenzial sieht, dass sie nicht wählen dürfen können, nicht ihre Schuld ist. Schuld ist er von der Macht, von dem Besitz, von dem Senat, von dem Bund ist. Noch nicht mal vor dem Haus zu Entscheidungen treffen können, was sein soll, was kommen soll. Noch nicht mal einen Mülleimer von dem rechts nach links gebracht wird, nicht entscheidungsfähig sind, nicht laut reden können. Und mit dem Teil agieren wir an dem Bezirk, ob die wirklich, deshalb habe ich vorher gesagt, seit 2004 gegen Mafia agieren wir. Ich habe Dealer gesagt, das ist kleingeredet. Ist ein riesiger Mafia-Potenzial da. Wir haben Spielcasinos. Guck mal, Oranienstraße, Adalbergstraße, Dresdner Straße, da und dort. Warum dann im Kreuzberg so viele Spielcasinos erlaubt wurden? Warum dieser Gewerbeschutz nicht an dem Spielcasinos nicht funktioniert hat. Warum die Gewerbe an den Wettbüros nicht funktioniert hat. Ja, so viele Wettbüros, Waschanlagen, sage ich das, schwarzes Geld gewaschen wird in diese Einheiten. Und die armen Menschen, Sozialhilfeempfänger, ihre Taschengeld, ihre Küchengeld an diese Spielautomaten oder an diese mafiöse Strukturen futtern müssten. Und da haben wir gesagt, erst einmal dieses negative Bild von dem Emigration weg. Wir haben gesagt, wir wollen in dem Gebäude keine Wettbüro. Da soll raus aus Kottbusutra. Wir wollen keine Spielcasino. Raus. Erst einmal dem Böse an dem Raum gekämpft. Böse ist nur nicht die Dealer sind oder Mafiöse. Auch diese Waschanlagen sind die Böse gewesen. Dass die abgesucht werden, wegfallen. Oder dass sie gekündigt werden. Haben wir auch geschafft, da sind gekündigt. Ich hoffe, letzte Spielcasino an dem Zentrum von Kreuzberg, Kottbusutra, auch das wirklich gekündigt wird, an der Gewerbe reinkommt. Wir haben Schakalen an unsere Gebäude auch gehabt. Schakalen meine ich diese, zum Beispiel die ZKP-Kette. Der hat gekommen, irgendwie aufgetaucht, mit ein paar Leuten Gespräche geführt, die große Räume haben. Dieser Togo-Café ist verkauft, ich habe jetzt den Namen nicht dabei im Kopf. Die haben angefangen, Gelder zu verteilen, sozusagen große Summen Gelder anbieten, dass Leute diese ihre Ladens Gewerbeeinheiten verkaufen. So ist ein Übernahmegeld. Oder da haben wir gesagt, Leute, macht das nicht. Haben wir geredet, diskutiert. Keiner gibt seinen Laden ab durch die Ängste. Haben wir für Hausverwaltung geredet, Hausverwaltung gesagt, während der Corona-Zeit, alle Verluste in dem Prozent machen wir Mitminderung. Und das machen wir. So ist dann diese, was unsere Kampf geht, erst einmal diese menschliche Anerkennung. In dem Augenhöhe, ohne Arroganz, ohne Ignoranz. Wenn man im Kreuzberg, wo wir über Linken geredet haben, ganz in linke Szene drin ist, so viel Arroganz in potenziell da ist, ich sage nicht Weißen. Ich sage nicht das oder dies, weil meine Enkelkinder, ein ist blond, ein ist schwarz. Wie soll ich dann meine Enkelkinder weiß und schwarz nennen jetzt in dem Ebene? Deshalb sage ich, diese Arroganz und Ignoranz sollte bei der Begegnung abgebaut werden mit der Politik. Was wir mit der Politik versuchen,
Anerkennung als Bürger, als nicht Gewerbeschützer, das ist wirklich Anerkennung individueller bürgerlicher Rechte. Diese Provokation Raum Schotowik, Provokation Raum Nauken, ist nichts anderes. Wir diskutieren über Clans. Man berät denn diese Provokationräume an diese Clans funktioniert. Diese Clans stehen ja an dem Tempel vor Fixzentrum, oder wie heißt das? Nicht Fixzentrum, Impfzentrum als Bodyguards. Diese Clans stehen an dem Willkommenskultur Lagosotüren. Diese Clans haben die an alle, alle offizielle Büros oder Großmengen Menschen bewegen. Diese Clans haben, sind die Türsteher. Türsteher ist eine Firma, aber der Rest ist an dem kriminelle Menschen, die wirklich mindestens 2 Jahre im Knast waren. Das ist in unserer gesellschaftlichen Realität. Und Presse schreibt, die Clans, das, dies. Wer hat diese Clans wirklich Tipps gegeben, was Clans sollen? Diese Clans haben zum Beispiel immer an der Presse Öffentlichkeit kommende Diebstähle gemacht. Was war denn Diebstahl? KDW mit dem Motor reinkommen. Geklaut, Knast rein, Knast raus. Die anderen, was haben die gemacht? Größte Münze der Welt klauen. Immer Öffentlichkeit. Diese Provokateuren nicht das Problem, diese Provokateuren ist eine kriminelle Raum gelassen worden, dass diese Handlungen führen. Oder bekannteste Museum, Deutscher Schatz, Museum, das irgendwie da und dort geklaut wird. Das ist alles die Provokation für die Immigration, das wirklich negativ darzustellen. In unseren Lebensräumen, da oben reden. Nokia 2 Häuser, wo durchsuchen und das ganze Clan platt gemacht haben. Man, diese Clans haben die gegenseitig Köpfe kaputt gehauen und haben mir zugeguckt. Es ist in dem Sinne, diese Clan-Geschichte, wir versuchen zu schützen, wirklich diese Würde und Stolz von der Immigration. Ich möchte nicht eine Schublade reingesteckt werden. Mein Opa ist in der Schublade Gastarbeiter reingesteckt, ganze Gesellschaft akzeptiert. Guck mal, die linke Zeitschrift, die Gastarbeiter haben die geschrieben. Die anderen haben, die 80er Jahre, wo ich gekommen bin, Ausländer bei mir. Was bin ich da nicht geworden? Dann Immigrant mit deutscher Ehe gekommen. Also ich bin. Ja, so weiter. Ich nenne mich Beutedeutsche. Und meine Enkelkinder, weiß ich nicht, was sie denn genannt werden. Diese Schublade müssen wir alle kaputt machen. Alle Schubladen, nationale Schubladen, religiöse Schubladen, Islamophobie. Das ist, manche Ladenbesitzer haben den Verlust erlebt, weil die, wie ich, Bart gelassen haben. Okay, ich bin der bekannte Linke, ich habe keine Schaden gekriegt. Aber meine Nachbarn haben Schaden gekriegt, weil die wie Muslime aussehen. Manche Kunden haben nicht mehr da gegessen. Aber Anis Amri dürfte in meiner Kaffeekutte oder in dem Sotot Kokain verkaufen. Er dürfte hier Kokain verkaufen, er dürfte hier Leute zusammenschlagen, auch Nocken. Ich wusste das als Sozialarbeiter. Unsere Staatssicherheitskräfte wussten das nicht. Ich habe mit dem damaligen Innenminister und mit dem Polizeichef diskutiert, wo ich das gesagt habe, hat er dann gedreht zu meinen Studenten und gesagt, wo habt ihr denn ihn gefunden? Das war so ein Arrogant. Er redet mit einem Dozent über die Thema. Und sagte Studentin, 22 Studenten in meinem Seminarraum, wo habt ihr denn ihn gefunden? Und das ist das wirklich die Begegnung mit der Muttergesellschaft. Ich sage aber trotzdem, ich werde nie Wut kriegen an dem Individuum. Aber ich bin sauer an dem Besuch, ich bin sauer an dem Bundesrat, ich bin sauer an dem Bund, weil wir immer noch Integrationsdebatte haben. Deshalb versuche ich sozusagen mit dieser Vielfalt, mit dieser Gewerbeeinheiten schützen und laut reden und sagen, auch die wirklich, diese, sagen wir so, Leitpersonen-Ebene handeln, dass sie wie ich denken und handeln, so leben hier und selbstbewusst, ohne Schleimen, ohne sich unterwerfen, ohne Onkel-Tom-Komplexe, sagen: Leute, ich bin hier mit meinen Unterschieden, mit meinen Defiziten, wie unsere, ich meine Handlungen bestimmt jemand unser Grundgesetz. 1 bis 12. Wie ich denke, wie ich sein soll, oder wie ich denke, wie ich sein soll, alle mit Unterschieden. Eine Bereicherung sehe ich unserer Gesellschaft. Ich diskutiere nicht über Integration, ich diskutiere nicht über Leitkultur, ich diskutiere auch nicht meine 12.000-jährige kulturelle Herkunft. Ich sage, lass uns in dem Augenhöhe treffen an dem Politik. Und das klappt doch, das läuft doch, denke ich, wird auch laufen. Wenn er nicht, dann meine Mitstreitende, zum Beispiel wir gründen eine EV jetzt, durch diese EV versuchen wir
nur nicht diese Koti oder Schottung Orange, das und dies, dass wir versuchen, alle kleinen Gewerbe zusammenschließen gegenüber diesen Konzernen. Wir reden über Konzerne und darüber müssen wir stark wie eine Faust organisiert dagegen stehen, irgendwie untereinander solidarisch sein, was wir am Koti probiert und klappt. Und lass uns das Wir-Gefühl insgesamt im Kreuzberg, in Berlin, Bundebene und Europäebene schaffen. Wenn wir das schaffen, schaffen wir weltweit. Danke dir, Altan. Ich finde, du hast da auf jeden Fall einige sehr wichtige Punkte aufgegriffen, die, wie ich finde, auch am Anfang bei David wieder anklangen. Also du meintest vor allen Dingen, dass es transkulturelle Räume bräuchte, die über die Unterschiede hinweg Solidaritäten zwischen den Menschen schaffen. Und David, du hattest auch gesagt, dass das Latin Village auch ein Ort ist, in dem Leute zusammenkommen, in dem sie ankommen und sozusagen auch über ihre Unterschiede hinweg zusammen in einem Raum sein können. Ich wollte dich fragen, wie können solche Räume für alle aussehen? Wie können Leute in vor allen Dingen auch im Latin Village inkludiert werden? Wie stellt ihr das tatsächlich sicher in Form entweder von physischen Räumen oder wie sieht die Gemeinschaft aus im Latin Village? Warum oder wie können Leute Teil davon sein? Wie werden sie inkludiert? Thank you. Vielen Dank. Ich glaube, vieles, was hier angesprochen worden ist, kennen wir auch aus unseren Erfahrungen. Und eine Sache, die von großem Vorteil für uns gewesen ist, ist eben zu betonen, wie wichtig und wie förderlich Unterschiedlichkeit und sein kann, Diversität sein kann. Es geht oft darum, solche Räume zu erhalten, die ja ganz unterschiedliche Rollen spielen können. Wir setzen uns auch ein für den Gedanken der Solidarität mit anderen Gruppen. Wenn wir über das Latin Village als Latin Village sprechen, die am stärksten vertretene Bevölkerungsgruppe dort sind Menschen aus Südamerika, aber tatsächlich ist es ein sehr internationaler Raum. Wenn es darum geht, wie diese Vielfalt entstanden ist, das ist mehr oder weniger von selbst oder auf natürliche Weise entstanden. Der Markt ist in den 80er Jahren gegründet worden und das war ein Markt, der zunächst von der afrokaribischen Community genutzt wurde. Es war also kein lateinamerikanischer Markt. Das waren günstige Orte mit niedrigen Mieten und die haben es Migrantinnen erlaubt, dort eben Gewerbe aufzubauen. Und was daraus entstanden ist, ist ein sehr produktives Gefühl von Vielfalt, wo es sehr viel Zusammenarbeit gibt. Es gibt ein gemeinsames Ziel. Eines der wunderbaren Dinge, was die Seven Sisters-Kampagne angeht, also die Kampagne in diesem Stadtteil, ist, dass eben ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund gemeinsam kämpfen, um einen Ort, ihren gemeinsamen Ort zu erhalten. Und sie sind eben auch in der Lage, sich eine Alternative vorzustellen oder sie können gemeinsam eine Vision davon entwickeln, wie dieser Ort aussehen könnte. Wir haben also alle einen gemeinsamen Raum dort, der uns allen zugutekommt. Und wir können etwas schaffen, was neu und besonders ist, so wie wir das in der Vergangenheit auch schon getan hat. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Ja, genau. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir kommen sicherlich auch gleich nochmal auf diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, also gerade was das Latin Village als alternative Vision der Inklusion sozusagen, also ein Ort oder ein Raum, der erst geschaffen werden kann, aber genau darin sozusagen auch ein motivierender Aspekt oder ein mobilisierender Aspekt werden kann. Genau darüber würde ich gleich gerne nochmal mit dir reden. Zunächst aber auch nochmal eine Frage an dich, Niloufar. Wir haben jetzt relativ viel auch davon gehört, wie die einzelnen Orte für sich sozusagen, wie sie sich entwickeln, aber gerade die Entwicklung am Hermannplatz
strahlt natürlich auch aus. Kannst du kurz ein bisschen einen Abriss darüber geben, welche Auswirkungen die Entwicklung am Hermannplatz vielleicht auch auf die umliegenden Orte hat? Also du hattest schon gesagt, in Neukölln, der Diskurs bewegt sich sowieso gerade unter den Gewerbetreibenden in eine gewisse Richtung, aber hat es auch materielle Auswirkungen auf die Mieten und auf die Nutzerinnenstruktur im Kiez? Ja, also ich, ob jetzt die Entwicklungen am Hermannplatz oder beziehungsweise wie sie ausstrahlen werden, das können wir jetzt noch gar nicht so genau sagen. Wir können anhand von internationalen Beispielen sehen, dass natürlich Aufwertungsprozesse, Platzumgestaltungen, Großprojekte, dass die eben Verdrängungsmechanismen und eben die Steigerung von Bodenpreisen enorm in die Höhe treiben. Wo ich aber ansetzen würde, ist erstmal ein paar Schritte davor. Also welche Entwicklungen haben denn überhaupt zu dem Interesse am Hermannplatz geführt? Da sind natürlich die letzten 10 bis 15 Jahre ausschlaggebend. Das heißt, die Zeit, in der einerseits eben durch Sanierungsgebiete, eben Karl-Marx-Straße, Sonnenallee, gezielt Straßensanierungen stattgefunden haben und eben die Ausweisung zu Fördergebieten, das heißt eben Gebieten, in denen eben über Kredite die Modernisierung und die Sanierung auch von Privatgebäuden finanziert und sozusagen angeregt werden, dass das natürlich dazu geführt hat, dass eben die Mietpreise auch extrem gestiegen sind. Also in Neukölln in den letzten 10 Jahren um 146%. Und das ist natürlich enorm. Die Bodenpreise, glaube ich, sogar noch mehr, wenn ich mich nicht irre, um die 300%. Das ist eigentlich ziemlich verrückt, wenn wir uns das mal vorstellen. Das heißt, die meisten Neubauten, also Wohnungsneubauten in Nordneukölln, sind wirklich nicht mal mehr für die obere Mittelschicht leistbar. Das heißt, wir haben jetzt Oberschicht, die sozusagen direkt in diese Gebiete zieht. Und wir haben auch die Umwandlung von Mietshäusern in Einzeleigentum. Das ist extrem gestiegen. Und so haben wir eigentlich dann, wie so eine Art, ein ganz anderes Milieu, was eben an dem Ort eben sich ansiedelt. Und das ist eben in den letzten 15 Jahren passiert. Und das, was jetzt eben am Hermannplatz beabsichtigt wird, also das, die Umgestaltung des Hermannplatzes ist eigentlich schon länger beabsichtigt, aber das war in der Schublade. Jetzt aber, wo man sieht, es würde sich lohnen, ne? Und da könnte man sogar noch mehr rausholen, jetzt wird der Platz nochmal zu einem ganz anderen Objekt. Und wir können eben sagen, dass wenn das jetzt, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben, die zweite Welle der Gentrifizierung ist, dass eben dann die neue Entwicklung am Hermannplatz mit einem Großprojekt definitiv die dritte Welle direkt mit anstoßen würde und dann eben wiederum Strahlkraft nach außen hätte. Und das ist eben diese dritte Welle, ist die Welle, in der eben auch der Tourismus nochmal eine ganz andere Dimension hat. Wir haben jetzt schon wesentlich mehr Tourismus, aber wir haben noch nicht diesen krassen Mainstream-Tourismus, wo wirklich die Busse kommen und man sich bestimmte Sachen anschaut, wie am Potsdamer Platz oder so. Aber das könnten wir definitiv erwarten, wenn da an der Stelle so ein Gebäude entsteht. Also das heißt, es wäre auch sozusagen für die Touristifizierung nochmal eine andere Welle und nochmal eine andere Dimension, die wir da erwarten könnten. Und interessanterweise wirbt Signal auch bei ihren Investoren damit, dass das Projekt am Hermannplatz Strahlkraft hätte.
Genau, du hattest auch nämlich auch gerade schon den Begriff Touristifizierung benutzt, den du, Conny, vorhin auch schon benutzt hattest. Und ich gehe, also das ist natürlich auch ein Ansatz sozusagen, wie so eine Gewerbestruktur, eine, die sich austauscht, die sich verändert, erklärbar ist. Also du hattest vorhin auch erwähnt, dass das Gewerbe sich auch anpassen kann. Oder Ertan, du meintest auch, also es gibt natürlich eine Veränderung dessen, was die Gewerbetreibenden anbieten, welchen Bedingungen oder Bedürfnissen sie sich konfrontiert sehen. Und ich würde dich, Conny, gerne fragen, in welche Richtung du das Gefühl hast, sich Kreuzberg gerade verändert? Also hast du das Gefühl, dass es sozusagen große Unternehmen sind, wie zum Beispiel Signa, die nicht nur sozusagen den Kiez verändern und aber auch die Nutzung der Kieze, der Räume und der Gewerbe verändern? Und anschließend genau daran würde ich dich gleich im Anschluss, David, gerne bitten, sozusagen vorzustellen, wie es im Latin Village aussieht, also wie sozusagen ob das Latin Village vielleicht auch eine Option oder ein Gegenentwurf sein kann, wie zum Beispiel große Unternehmen, die sich irgendwo ansiedeln und Gewerberäume übernehmen, dass sozusagen ein Kleingewerbe, ein Community-owned Gewerbe oder gemeinschaftlich besessenes Gewerbe sozusagen vielleicht auch einfach das Wohlhaben oder den Profit sozusagen, der generiert wird in den Orten, auch lokal behalten kann. Also genau, vielleicht erstmal Conny, zu deiner Einschätzung, wie hat sich die Gewerbestruktur in Kreuzberg verändert und siehst du zum Beispiel große Unternehmen, die sich ansiedeln und sozusagen die Wertschöpfung in die globale Ebene treiben? Nein, jetzt nicht so wie am Hermannplatz. Also Tatsache ist, dass am Hermannplatz eine ganz spezielle Verdrängung stattfinden wird. Und das ist auch jetzt schon sichtbar, dass viele eben halt ihre Geschäfte gar nicht mehr vermieten. Also wir sehen das schon auch in Neukölln und auch in Kreuzberg, dass es eben halt Geschäftsleerstände gibt, die darauf warten, dass die Preise weiterhin steigen. Also es ist jetzt nicht so, wie wir erwartet hatten, dass durch Corona eventuell die Gewerbemietpreise sinken, sondern sie steigen. Gleichzeitig ist auch ein starker, also jetzt nicht mehr, weil aber es ist bis vor kurzem sind insgesamt, ich glaube, 56% Steigerung der Eigenbedarfskündigung. Das heißt, dass die Mieter dann ausziehen mussten nach einer gewissen Zeit, weil eben der Eigentümer Eigenbedarf angemeldet hatte für sich oder eben für Verwandte und Freunde. Konnte man schlecht nachvollziehen. Das Zweite ist, die Umwandlung in Eigentumswohnungen ist sehr stark fortgeschritten. Also der gesamte Kiez hat sich verändert. Das ist jetzt bei uns in dem Oranienstraßenkiez nicht ganz so stark. Da stehen die Wohnungen meistens leer und werden als touristische Wohnungen angeboten. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt wie zum Beispiel Accento oder Deutsche Wohnen oder Vonovia oder andere große Immobilienfirmen halt, dass die in Kreuzberg jetzt ganz bestimmte Geschäftsinteressen verfolgen. Das ist am Hermannplatz schon sehr einmalig. Und ich wollte eigentlich noch was sagen zu Niloufar, weil ich dachte mir, wir machen mehr Diskussionen anstatt Frage stellen und Antworten. Ich persönlich bin nach wie vor skeptisch, dass dieser angestoßene Diskussionsprozess auch da ankommt, wo es nachher zu Entscheidungen kommt. Also das müsste eigentlich festgelegt werden, wie Entscheidungen auch, die in einem Ermittlungsverfahren, also Grundlagenermittlungsverfahren, was es ja sein sollte, wir haben uns ja da auch getroffen in Arbeitsgruppen, wie die dann auch in dieses Konzeptverfahren einfließen werden. Und darüber haben wir überhaupt keine Information. Ich selber habe nachgefragt. Ich habe darüber selbst von den Veranstaltern keine Informationen bekommen. Und ich finde das einfach eine Katastrophe. Also es wird im Grunde genommen ein Scheinverfahren eingeleitet und die Entscheidungen sind eigentlich schon auf Senatsebene gefallen.
Wenn, dann kann man dem nur so begegnen, dass man ganz knallharte Bedingungen stellt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Politik da schon im Grunde genommen die Entscheidungen gefallen hat. Und ich muss auch sagen, jetzt zu Tottenham, ich finde das toll, ich will das auch gar nicht praktisch dieses Projekt des Marktes in irgendeiner Form in Misskredit bringen. Aber was ich hier sehe, ist ein gewaltiger Unterschied, denn das Gelände dieses Marktes gehörte der Stadt London. Und insofern hat man da auch Zugriff. Aber hier in Berlin sind die ganzen Liegenschaften, also der Besitz der Bezirke und des Landes, verkauft worden oder fast alle. Wir haben überhaupt keinen Einfluss mehr. Und ich wollte eigentlich auch an David noch die Frage stellen, falls ich das darf. Wie ist es denn jetzt eigentlich, weil dieser Markt hat ja eine lange Zeit leer gestanden, nicht nur durch Corona, sondern eben auch durch die Umbaumaßnahmen, wenn jetzt Gewerbetreibende, die ja auch sich teilweise woanders angesiedelt haben, wenn die jetzt wiederkommen, werden die dort auch zu den gleichen Mietbedingungen wieder einziehen können? Und was ist eigentlich mit dem Umfeld? Also das hat sich ja auch verändert. In der Zeit ist ja auch gentrifiziert worden. Gerade Tottenham hat ja auch mächtig, also zwei große Schübe gemacht, also wo auch viele auch Altbauten umgebaut worden sind und Neubauten gebaut worden sind. Was ist denn eigentlich mit der Kundschaft? Ist sie dann noch da? Also das sind ja auch wesentliche Fragen, die wir uns hier stellen, wenn wir Geschäftsansiedlungen diskutieren. Für wen wollen wir diese Geschäfte ansiedeln? Oder ist dann tatsächlich auch eine Attraktivität nur für Touristen noch da? Möchtest du darauf antworten? Thank you very much. Das klingt nach einigen Fragen. Ich hoffe, ich kann auf alle eingehen. Die Zusammensetzung der Nachbarschaft, ob die sich geändert hat, ob die sich grundsätzlich geändert hat während der Entwicklungen in der letzten Zeit. Diese Entwicklungen waren an bestimmten Stellen, aber nicht an denen dort, wo der Markt ist. Das heißt, dieses Gebiet ist immer noch ein Viertel, was sehr divers ist und geprägt, also immer noch ein Arbeiterinnenviertel ist. Der Markt in Nord-London und das Gebiet Elephant and Castle, sie bedienen die Latin American Community und sie sind sozusagen immer noch da, trotz der Veränderungen in der Wohnungsstruktur. Die Menschen nehmen lange Reisen auf sich, um dorthin zu kommen, also um die Gegend um Elephant and Castle herum. Die Menschen gehen dorthin, weil sie sich dort zu Hause fühlen, unmittelbar zu Hause fühlen. Das heißt, diese Orte und diese Räume sind besondere Räume. Dort wird Spanisch gesprochen hauptsächlich. Die Menschen fühlen sich, als wären sie sofort zu Hause. Das sind dort Gegebenheiten und Bedingungen, die sie nirgendwo anders vorfinden sozusagen. Da herrschen andere Regeln und andere Gesetze sozusagen. Und das ist, das heißt, die Menschen kommen nicht nur aus London dorthin, sondern auch von außerhalb. Wir haben einen Entwicklungsplan entworfen, gemeinsam mit den Gewerbetreibenden. Es gab schon drei dieser Pläne seit 2007 und wir arbeiten jetzt am vierten. Also wir haben jetzt den vierten Plan. Und das heißt, da gab es viel Beteiligung und Co-Design. Aber neben der architektonischen Gestaltung gibt es auch einen Geschäftsplan und eine Geschäftsstrategie. Und da ist der Plan, dass die Mieten genauso hoch bleiben, dass die Mieten sich nicht ändern. Das ist einer der Erfolge, die wir eben diese niedrigen Mieten, diese niedrigen Kosten sicherstellen können, sodass alle aus der Community diese Räume brauchen und benötigen, auch Zugang zu ihnen haben. Du hast auch
die Idee eingebracht, Wohlstand aufzubauen für die und die Gewinne in den Gemeinschaften zu lassen, in der Nachbarschaft zu lassen, unter den BewohnerInnen und AnwohnerInnen. Das heißt, das ist ein Modell, was wir dem extraktiven Modell entgegensetzen. Die großen Konzerne versuchen, die Gewinne abzuziehen aus den Communities und tun das ja auch. Und wir haben ein Gegenmodell. Das heißt, alle Profite, alle Gewinne, die durch unseren Vorschlag entstehen, und wir nutzen all diese leeren Räume, all das, was wir gewinnen, wird reinvestiert oder um Subventionen bereitzustellen, beispielsweise also finanzielle Unterstützung für die Gewerbetreibenden. Also es wird wieder in die Community und investiert. Und das haben wir als Alternative schon seit 2007 vorgeschlagen. Also als Alternative, als Gegenmodell zu diesem extraktiven Modell, um die Nachbarschaft weiterzuentwickeln. Und das funktioniert auch auf dieser kleinteiligen Ebene der verschiedenen Läden oder der Cafés selbst. Das heißt, sie haben die verschiedenen Rollen, die sie einnehmen, Räume für Bildung, Aufklärung über Rechte und Beratung. Das heißt, diese Räume haben verschiedene Funktionen sozusagen, die können wir sicherstellen, die können wir bereitstellen und gleichzeitig besteht die Magie des Marktes, die in der kreativen Wiederaneignung dieser Räume. Das heißt, wir versuchen das im Kleinteiligen zu realisieren, denn der Markt, das wird alles kontrolliert sozusagen und vorangetrieben und gestaltet und gelebt durch die Gewerbetreibenden selbst, durch die Bewohnerinnen selbst. Und das versuchen wir sozusagen im Kleinteiligen umzusetzen. Das funktioniert im Kleinteiligen, aber wir wollen es auch auf größerer Ebene umsetzen. Genau, wir haben jetzt auch schon so ein bisschen die Vision hin zu einer Stadt für alle oder Räumen für alle und wie solche aufgebaut werden, angerissen. Also David, du hast nämlich auch gerade einen Gedanken aufgeworfen, den ich sehr schön finde, und zwar Community Wealth, also der Wohlstand einer Gemeinschaft, der nicht nur durch ihre Räume messbar ist, sondern vielleicht eben auch durch Bildung. Also wie du sagtest, dass es Räume gibt, die sich auch durch Bildung auszeichnen. Und das ist zum Beispiel das könnte eine Vision sein für einen Weg hin zu einer Stadt für alle und auch sozusagen Räumen, die inklusiv für alle funktionieren, die nicht anhand von rassistischen oder ökonomischen Prinzipien Leute ausschließen. Und ich würde vielleicht für eine wirklich kurze Abschlussrunde euch nochmal bitten, wenn ihr noch Punkte habt, sozusagen, was für euch die Vision und vor allen Dingen die Schritte und der Weg hin zu einer lebenswerten Stadt mit Räumen, die nicht an einer Profitlogik unterliegen, sondern eben Räume für Inklusion, Gemeinschaft und Erjan, wie du auch meintest, transkulturelle Räume zu schaffen. Also wo sind die Kämpfe sichtbar? Welche Schritte müssen wir nehmen? Welche Schritte haben wir vielleicht schon genommen? Und könntet ihr sozusagen nochmal ein letztes Statement abgeben, wo ihr gerade die Kämpfe kämpfbar seht? Conny, möchtest du beginnen? Also ich hatte jetzt noch auf die Diskussion gewartet, aber okay, wenn es jetzt schon das Abschlussstatement ist. Also ich denke mir, was ja auch ganz wichtig ist, dass die Leute Rechte bekommen. Also die Rechte der Mitbestimmung und Mitgestaltung. Also nicht nur scheinbar mitbestimmen, sondern dass sie auch wirklich mitbestimmen und mitgestalten können und dass sie auch ernst genommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das betrifft auch die Politik. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich eine Stadtplanung brauchen und nicht nur jetzt sagen, okay, wir haben jetzt 16 Entwicklungsflächen, schön, da bauen wir Wohnungen hin, alles andere kommt später und ansonsten jede freie Fläche wird gebaut. Sondern wir brauchen eine Stadtplanung und die beinhaltet eben halt auch, dass man für unterschiedliche Leute baut und eben halt auch Wohnflächen und auch Gewerbeflächen erhält.
Kommen wir jetzt mal auf die Gewerbeflächen zurück, weil das ist ja unser Anliegen in dem Oranienstraßenkiez vor allen Dingen, aber auch in anderen Kiezen. Ich denke mir, dass es Gewerbeentwicklungspläne geben muss. Das heißt, dass auch Gewerbe, dass der Bezirk und das Land Flächen auch als Generalvermieter vermieten muss, also genossenschaftlich vermieten muss. Zum Beispiel bei der Signa, da hatten wir ja den Vorschlag gemacht, dass wenn, egal ob das Gebäude hoch oder nicht so hoch gebaut wird, dass die Bezirke Neukölln und Kreuzberg dort in einem genossenschaftlichen Projekt praktisch Gemeinwohl vermieten kann und die Signa sozusagen die Rechte dann abtritt. Aber das müsste in verschiedenen anderen Bereichen auch so sein. Und man bekommt unsere Vermieter nur dadurch zur Vermietung eben halt auch an unterschiedliches Gewerbe und nicht nur eben halt auch an bestimmte Gewerbearten, indem man steuerliche Anreize schafft, also für bestimmte Gewerbe, und indem man auch Leerstand bestraft. Im Augenblick kann Leerstand von den Steuerlasten abgesetzt werden. Und das ist einfach nicht zuträglich. Und Gewerbeflächen dürften genauso wenig wie Wohnungen weder zweckentfremdet noch leer stehen. Und dafür haben wir uns schon seit langem eingesetzt. Nur leider ist es so, dass das Eigentumsrecht über allem steht. Und da müsste man ran. Und ich hoffe auch ganz dringend sogar, dass diese Kampagne Deutsche Wohnen und Co., die ja nicht nur die Deutsche Wohnen meint, sondern eben halt alle großen Investoren mit Wohneinheiten über 3000, dass das auch tatsächlich durchgesetzt wird, auch mit Entschädigungen. Aber dass tatsächlich auch wieder mehr Privateigentum in Gemeinwohleigentum überführt wird. Vielen Dank dir, Conny. Möchtet ihr noch ergänzen? Also Conny, du hattest gerade schon das Eigentum angesprochen und eine genossenschaftliche Strukturierung der Nutzung. Habt ihr dazu noch Ergänzungen, noch Visionen? Ja, also ich glaube nochmal wichtig in dieser Hermannplatz-Debatte ist nochmal hervorzuheben, dass es schon also eine Entscheidung gibt und die wurde unterzeichnet, genau vor einem Jahr, durch den Senat und eben durch den Konzern. Und diese Absichtserklärung hat eben im Prinzip schon vorbestimmt, dass es am Hermannplatz eben ein historisches Gebäude geben soll, dass es da eben auch eine Umgestaltung geben soll, dass das aber begleitet werden soll durch zivilgesellschaftliche Beteiligung. Das heißt im Prinzip, wir sehen eigentlich schon in diesen Paragraphen, den es da gibt, den großen Widerspruch. Wir haben die Entscheidung getroffen, aber ihr dürft irgendwie mitreden. Und genau das hat jetzt eben angefangen. Und das ist eigentlich diese Farce, mit der wir jetzt zu kämpfen haben. Das heißt, das ist auch eine sehr große Ablenkung, weil wir im Prinzip dazu gezwungen werden, irgendwie zu reagieren auf Dinge, die eben woanders entschieden wurden. Und das ist nämlich das große Problem, weil wir können kaum anfangen, selber zu überlegen, was möchten wir denn an dieser Stelle? Weil wir andauernd sozusagen gezwungen werden, auf andere Entscheidungen zu reagieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Dilemma, in dem wir uns befinden, weil wir haben extrem viel zu tun. Wir haben, wir müssen drüber nachdenken, was wir uns denn überhaupt für eine Zukunft vorstellen, was wir uns überhaupt für eine Stadt vorstellen, wie wir uns überhaupt Warenhäuser vorstellen. Wir haben extrem viel zu tun mit der Frage des Klimanotstands. Wir müssen uns fragen, können wir denn in 10, 20, 30 Jahren in dieser Stadt überhaupt überleben? Können wir uns versorgen? Wie möchten wir das organisieren? Oder beziehungsweise möchten wir überhaupt noch bauen? Soll überhaupt noch sozusagen
gebaut werden oder müssten wir nicht viel mehr über Umverteilung sprechen, weil wir haben genug Raum. Und das sind eben so die Fragen, von denen wir abgelenkt werden, indem zum Beispiel ein Investor an diese Stelle kommt und sagt, oh, ich habe mir das und das ausgedacht. Und eben durch diese Machtposition und durch natürlich den Hebel, ansonsten entlasse ich eben ein paar tausend Mitarbeiter, die Politik anders auf der anderen Seite dazu zwingt, ihnen irgendwie entgegenzukommen. Und das ist so ein bisschen, wir werden andauernd darin behindert, uns unsere Zukunft selbst vorzustellen. Weil wir immer wieder für die Basics kämpfen müssen und immer wieder unsere alltäglichen Räume verteidigen müssen, um überhaupt existieren zu können. Und ich glaube, das ist das große Problem. Und ich würde gerne am Hermannplatz wirklich dafür plädieren, wir müssen drüber nachdenken, ist es überhaupt richtig, dass ein Immobilienkonzern ein Warenhaus besitzt? Ist es überhaupt richtig, dass ein Immobilienkonzern entscheidet, ob es an dieser Stelle Versorgungsinfrastruktur gibt oder nicht? Wir haben inzwischen in knapp 40 deutschen Innenstädten keine zentralen Warenhäuser mehr. Das heißt, wir haben ganz konkret eben dieses Ankurbeln des Online-Marktes. Weil wenn nämlich die Warenhäuser nicht da sind, was geht dann sozusagen in die Höhe, das Einkaufen online. Und das ist natürlich wiederum ökologisch total irrsinnig. Also das heißt, hier an der Stelle, wir haben eine riesen Baustelle, eine gesellschaftliche, eine politische. Und ich finde, wir müssen dringend über Vergesellschaftung von Versorgungsinfrastrukturen nachdenken und nicht darüber, ob wir uns jetzt den Hermannplatz schöner mit mehr Bäumen oder weniger Verkehr vorstellen. Ich persönlich finde, wir müssen den Hermannplatz nicht umbauen, um die Verkehrsproblematik zu verändern, sondern wir müssen einfach den Verkehr stoppen. Wir brauchen nicht, also wenn die Straße sozusagen frei ist und keine Autos mehr drüber fahren, werden wir uns schon noch was einfallen lassen, was wir stattdessen dort machen können. Aber solange die Autoindustrie finanziert wird und Macht hat und so weiter und so fort, ist es im Prinzip für das Klima egal, ob die Autos jetzt durch den Hermannplatz geleitet werden oder über einen Umweg. Und das sind eben die Diskussionen, die ich mir wünsche, systematisch über die großen Fragen zu diskutieren und uns nicht über Lokalitäten, über kleine Veränderungen oder hier ein bisschen könnte es ein bisschen netter sein oder da könnte es ein bisschen attraktiver sein, zu diskutieren. Danke dir. David, findest du da in dem, was Niloufar und Conny gesagt haben, auch Ansätze für das Latin Village wieder? Also können die großen Fragen im Latin Village beantwortet werden oder fangen wir erstmal klein an? I think we have to begin with all questions at the same time. Ich glaube, wir müssen alle Fragen gleichzeitig angehen. Wir haben die Verantwortung, die umfassenderen Fragen sozusagen gleichzeitig auch anzusprechen. Du hast gesprochen über die unheimliche Verschwendung, die damit einhergeht, dass Gebäude abgerissen und dann neue Gebäude gebaut werden. Und wir sollten vielleicht die bestehenden Gebäude umwandeln, uns überlegen, wie wir die ökologisch nachhaltiger gestalten können. Und während wir das weiterentwickeln, was wir gerade machen, werden wir in genau diese Richtung gehen. Es gibt Gedanken um die zirkuläre oder Kreislaufökonomie, die uns umtreiben. Ich glaube, als Architekten und Architektinnen liegt es in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unsere bauliche Umgebung freundlicher, wohnlicher wird. Wir müssen uns der Zerstörung unserer Städte entgegenstellen, aber im Kleinteiligen müssen wir auch darauf achten, dass das, was wir tun, den Gewerbetreibenden zugutekommt, dass sie eben in der Lage sind, diesen wunderbaren Raum weiter zu nutzen. Wir müssen für mehr Demokratie sorgen, was die Verwaltung des Gebäudes angeht. Partizipatorische Prozesse entwickeln, die also Teilhabe ermöglichen. Und der Ort muss natürlich in erster Linie für die Gewerbetreibenden funktionieren, aber der Ort muss sich auch entwickeln können im Sinne des ganzen Viertels. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Vielen Dank dir. Genau, und Ertan, von dir
Wenn du möchtest, kannst du auch gerne nochmal ein Abschlussstatement geben und vielleicht auch nochmal auf die Frage eingehen, genau, wie kann sich der Kotti vielleicht in Zukunft entwickeln? Also welche Vision siehst du für die Räume am Kotti? Gibt es das Kaffee-Kotti vielleicht auch noch in 200 Jahren? Das wäre so toll. Aber ich habe große Angst, dass wir bei mir nicht andere Methoden oder Umdenken und Handlungen und Verantwortung nicht weiterführen können. Weil das Zentrum von Berlin ist, dass wir diesen Raum jederzeit verlieren können, weil das die Investoren, die großen Firmen und ähnliche Leute ständig in Bewegung sind, diese Räume sozusagen das wirklich zu kontrollieren und herrschen wollen. Und deshalb, wir müssen Ist-Zustand zu bewahren, erst einmal wirklich Verantwortung übernehmen. Und danach, diese Zukunftsängste von mir oder von uns alle, dass dieser Raum, so wie es ist, bewahrt wird, dass die Änderung, und sage ich so, dieser Raum für alle Menschen sein muss erst einmal, dann kommt diese Entwicklungsphase und dass wir Solidarität, diese Ich-Dinge, weil Gewerbe ist so gefährlich. Gewerbe ist eine Ich-Dinge-Aktion, dass jeder Gewerbe, wenn er keinen Verlust hat, nur seine Kasse guckt und gewinnorientiert. Diese Umdenken müssen wir an dem Gewerbe auch realisieren lassen. Sozusagen, wir müssen alles zusammen lernen, andere Menschen zu denken, mit anderen Menschen zu handeln. Und diese Gedenkweise, wenn wir an dem Gewerbe realisieren können, haben wir eine Macht gegenüber der Macht, gegenüber das Geld, gegenüber der Politik. Ich denke, dass Berliner Senat oder Stadtplanung hat ja für Kotti fertige Pläne in dem Schublade und versucht, wirklich den zu realisieren. Ich habe Angst zum Beispiel, wenn unsere mittlere Insel renoviert wird. Diese Renovierung zwei Jahre dauert und Gewerbeeinheiten, die später nach dem Renovierung nicht mehr in dem Gebäude reinkommen können. Und plötzlich kommen die größeren Konzerne rein und ändert unseren Lebensraum, ändert unseren Geschäftsraum. Oder wenn wir nicht schaffen, außer wenn ich nur Kotti angucke und da bleibe, kann es nur die Tatermannstraße, Oranienplatz oder andere, Oranienstraße, Hermannplatz oder andere Räume oder London oder andere Lebensräume nicht solidarisch sein kann, verliert die kleine Gewerbe. So ist dann, dass wir ein Netzwerk, diese Netzwerke haben wir, aber diese Netzwerke so funktionstüchtig bleiben, so Informationsaustausch so stattfindet, dass wirklich, ich nenne den nicht mittlere Schicht, die sind wirklich noch nicht mittlere Schicht geworden, der kleine Gewerbe, diese kleine, riesige Masse normalerweise, aber diese kleinen Menschen, das wirklich sich nie allein fühlen. Und diese Ich-Dinge-Situation, diese kleine Bourgeois-Denkweise müssen wir umdenken und Wir-Gefühle entwickeln. Und dann schaffen wir diese kurze Änderung wirklich verlangsamen können wir. Deshalb sage ich, verlangsamen können wir, weil ich weiß, wenn der Berlin ein bisschen Schulden hat, wie wir unsere sozialen Wohnungen alles verkauft worden sind, kann auch jetzt gekaufte Gebäude wieder für Peanuts irgendwelche Kapitalisten abgeliefert werden. Deshalb müssen wir wachsam sein. Und Angst habe ich, wie Kolumbien oder Mexiko oder in der Türkei, dass wir kleine Menschen nicht mehr in den bestimmten Lebensräumen ohne Bodyguard und natürlich, der nicht mehr reinkommen können. Davon habe ich Angst. So ist dann dieser Wohnrecht für die Menschen, müssen wir laut schreien. Wasserrecht für jedes Lebewesen. Wohnrecht für jeden Mensch. Und Luftrecht für alle Lebewesen müssen wir laut fördern. Wir trinken zurzeit von der Flasche. Und das ist für uns lebenswichtig. Wichtig. Wenn wir das akzeptieren, irgendwann auf der Straße wie in Kolumbien, in den Plastiktüten akzeptiere ich auch. Und da müssen wir wirklich andere Denkstrukturen entwickeln für unser Jahrhundert und dann gemeinsam handeln. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch bei unseren Gästen Conny, Erjan, David und Niloufar.
In der Diskussion habt ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Bogen gespannt. Also wir haben begonnen mit der Bedeutung eines kleinen Gewerbes für die Stadt, für migrantische Gemeinschaften in der Stadt, eben auch für die Infrastruktur, die sich sowohl formell als auch informell bildet. Und sind geendet bei den wirklich sehr, sehr großen Fragen wie können unsere Städte inklusiver sein, aber auch wie können wir ein grundlegendes Recht, Menschenrecht auf sowohl Wohnraum als auch Wasser und Luft und den Kampf gegen die Klimakrise oder der Kampf in der Klimakrise und für ein Recht auf Stadt in der Klimakrise behandelt, und möchte mit diesen Worten möchte mich mit diesen Worten bei den Zuschauern verabschieden und auch bei den Gästen. Vielen Dank euch.